Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Let's Play Herz auf 33, Feine Sauer. Ich bin's euer Oka. Und ja, im vorigen Part ist ja einiges passiert. Wir sind hier, wo gehen die runter jetzt, gegen den Russen hier vorgerückt, haben ja auch schon Vipuri eingenommen, eine relativ wichtige Stadt dort auch. Sind jetzt hier auf dem Vormarsch nach Leningrad und werden das höchstwahrscheinlich auch noch einnehmen. Ja, hier kesseln wir gerade die Russen ein mit ihrem Panzerdivision dort. Hier oben haben wir auf jeden Fall die Norweger so gut wie besiegt. Das war ja kein wirklicher Gegner. Hier hat sich das sonst so lange noch gehalten. Hier war nicht viel los, muss ich ehrlich sagen. Hier ist nicht viel passiert. Außer, dass hier der Rumäne drei Provinzen eingenommen hat und den hier auch anscheinend ein bisschen zurückschlägt. Dann auf jeden Fall, was mir noch viel mehr Sorgen macht, ist, dass hier der Russe vorgerückt ist auf jeden Fall noch. Der Bulgare rückt jetzt ein bisschen hier anscheinend mit zwei Einheiten wenigstens vor. Unsere ziehen sich hier hoch, zurück. Und dann natürlich noch hier in England, ganz, ganz wichtig, sind wir auch erfolgreich ja, gelandet natürlich und haben auch einen großen Teil schon der Ost von Ostengland eingenommen. Und ja, hier oben in Schottland haben wir auf jeden Fall auch den Briten rausgeschlagen. Also die sind jetzt nur noch in den Lowlands, nicht mehr in den Highlands. Das hier sind die Highlands. Dieser Bereich, okay, hier ist er auch noch. Aber ich denke mal, den werden wir auch noch dort wegkriegen. Zumindest ist er hier im großen Teil weg. Ja, und was ich auf jeden Fall jetzt direkt mal machen wollte, ist den Japaner mit in den Krieg reinzuholen. Weil der auch schon mit dem Dings im Krieg ist, fällt mir halt auf. Mit dem Russen. Ja, das wird er auf jeden Fall schaffen, denke ich mal. Weil er einfach ja, in der Überzahl ist. Auch mit Manchuku zusammen. Und aber auch die russischen Truppen hier nicht keine gute Erfahrung sowie Waffen haben. Also ich habe den Russen auch schon mal gespielt und da sind teilweise nur Divisionen mit 3000 Mann. Noch nicht mal irgendwie 6000 oder 9000. Und da ist natürlich dann auch der Japaner überlegen. Hier auch Mongole, das ist natürlich auch kein Gegner. Aber ich setze nicht desto trotzdem Japaner mal ein paar Siegmarken, wo er hinrücken soll. Weil, wenn natürlich der Japaner immer schneller vorrückt, muss natürlich auch der Russe Einheiten abziehen von der Westfront. Weil ich kann da bis jetzt einfach nur halten, weil ein Angriffskrieg Krieg dort kann ich einfach nicht gewinnen. Und deswegen muss ich jetzt mich da auch ein bisschen auf den Japaner verlassen. Wir müssen jetzt erstmal den Briten im Westen ausschalten. Und dann denke ich auch, dass wir dann wunderbar vorrücken können gegen den Russen, weil wir dann halt Einheiten abziehen, was ich ja jetzt schon gerade mache. Ein paar, zwar nur drei Divisionen, aber das ist doch auf diesen jetzt noch relativ kleinen Bereich der deutschen Front jetzt nur gesehen, ist das doch schon relativ wichtig. Nochmal drei Divisionen mehr, das schlägt schon mal ordentlich dann auch rein. Und ich mache mal hier so die Hauptstädte, die noch übrig sind. So, dann hat der Japaner erstmal genug Ziele, was er einnehmen kann. Genug wichtige Ziele. So. Und den Ami, da kann er mal hier auf versuchen, auf Hawaii zu landen. So. Dann hat er hier auf jeden Fall jetzt genug wichtige Ziele, auch die er auch verfolgen kann. Und Manchuku setzt sich auch nochmal einfach kurz ein Ziel, weil es so schön ist. Wo ist Manchuku? Dort. Manchuku auch so. Zack. Und ja, dann hau ich mal wieder hier rein mit der Zeit. So, ich weiß noch, dass wir mit der Fallschirmjäger auch rüber wollten. Die waren hier und die waren dort, genau. Den bewegen wir mal rüber. Mach noch nicht Go, weil hier eine Ostfront. Da zieht sich eine Division zurück. Das ist sehr schlecht. Weil dann bewege ich jetzt manchmal eine Einheit lasse ich angreifen, weil dadurch natürlich dann der Vormarsch noch gestoppt wird. So, Riga ist auch eine wichtige Stadt, sehe ich gerade, weil hier Hafen, Flughafen und natürlich auch Radar ist, was für uns sehr zum Vorteil auf jeden Fall wäre. Ich möchte natürlich mich jetzt nicht auch so auf den Japaner so sehr verlassen, dass ich hier gar nichts mehr machen muss. Das wäre natürlich langweilig. Also sobald hier der Brite weg ist, werde ich auch, ja, sagen wir mal, einen sehr, sehr großen Teil meiner Armee zu dem Russen übertragen und werde natürlich hier auch noch Einheiten haben, auch in Deutschland dann. Werde ich die verteilen halt, falls der Ami ja landen will oder irgendein anderes alliierte Land. Dann werde ich das nämlich dann so regeln. So, die kommen ja auch erst. Okay, dann kommt er erst in der nächsten Provinz an, aber die sind noch nicht mehr Ende dieses Jahres da. Ich denke mal so Anfang, Mitte nächstes, also 42 sind sie dann da. Vorher auf keinen Fall.
Ich sehe gerade, hier haben wir auch noch ein paar Einheiten, die wir hinschicken können. Das ist auch sehr gut. Hier haben wir gerade einen Hafen auf Stufe 3 ausgebaut. Sehr schön. Hat jetzt hier den gleichen wie die Havre. So, wir haben die Schlacht von London gewonnen. Da können wir einige Divisionen hier hinbewegen, mal auch nochmal. Ich nehme eine dorthin. Eine bewege ich nach Leicester. Dann, obwohl ne, die nach Leicester. Die nach, ja, hier. Die nochmal nach York. Und der geht mal so lieber durch. Barrow ist jetzt an sich auch nicht so wichtig, weil da eh kein Nachschub durchkommt. Und den lasse ich dann nochmal hier irgendwo hinmarschieren gleich. Wäre auf jeden Fall sehr von Vorteil, wenn wir hier irgendwie schaffen, den Norden abzuschneiden und den dort einzudämmen. Das sollte natürlich auch nicht mehr viel Nachschub. So, nur, na, der hat nicht mehr so, doch, 35%. Was ist jetzt seine Hauptstadt? Ist das schon Kalkutta? Weil ich weiß, dass Kalkutta seine zweite Hauptstadt ist. Ist es aber anscheinend noch nicht. So, unsere Mannesstärke sieht auf jeden Fall auch wieder gut aus. Ja, okay, hat sie auch noch nicht verloren, die Stadt. Vielleicht noch eine englische, Liverpool oder so. So. Ich hoffe nämlich, dass dort nicht zu wenig Einheiten sind in diesem Bereich hier. Ich hoffe es, dass wir hier gewinnen, beziehungsweise hier im Norden. Es gibt noch gerade mehr zum Denken hier. Ich hoffe, die beiden schaffen das gegen mittlere Panzer. So, hier ist auch der Rumäne am Angreifen, sehe ich gerade. So, der Italiener, der macht da gar nicht so viel. Der bewegt auch gar nicht mehr seine Truppen hier. Doch, jetzt bewegt er die hier anscheinend doch. Ich mache hier mal ein Ziel für den Italiener, damit er wenigstens bis nach da geht. So, unsere Truppen werden angegriffen im Osten. Stahlbeton kann ruhig Panzer haben, die brauchen das auch. So, wo werden wir denn angegriffen? Hier? Nicht. Da unten greifen wir an, das sieht sehr gut aus. Nach dort geht schon diese Infanteriedivision. Die schicke ich mal nach Modlin. Oder nee, nach hier lieber. So. Genau, ich wollte nochmal Transporter. Ich weiß, das macht meine IK down, aber muss das jetzt einfach machen, weil das ist auch wichtig später noch für einen Ami. Also das ist dann wieder rückläufig, sag ich mal. Können wir dann wieder zurückgreifen drauf. Produzieren wir die jetzt lieber als später. Weil die sind jetzt auch noch für den Engländer auch noch wichtig, wobei ich nicht denke, dass sie, na doch, die können dann fertig sein. Ich weiß ja nicht mehr genau, wie lange das geht. Also ich hoffe, ihn auf jeden Fall 41 noch niedermachen zu können. Spätestens Frühling 42 will ich gegen den Russen marschieren. Und ja, wir haben besitzen wir momentan mehr Land von ihm als gedacht, ehrlich gesagt. Also habe ich zumindest gedacht. Aber ich muss schon sagen, dass wir den Russen nicht unterschätzen dürfen. Weil der hat auch viele Panzer, viel Mannesstärke hier unten. Also man sieht es auch an Einheiten, aber auch infiltriert er auch massig. Ist auf jeden Fall immer wertvoll, wenn man beim Russen irgendwas abschneidet, immer. Einheiten oder sonstiges, also die einkesselt und dann halt vollkommen vernichtet. Das ist so ein bisschen gefährlich halt beim Russen, weil er halt so eine große Front hat, kann man da ziemlich auch relativ große Kessel, sag ich mal, machen. Aber natürlich kann das auch wieder bei ihm selber der Fall sein, aber ich denke mal, dass der CPU das nicht so leicht spontan schaffen wird. Die wollen wir, bewegen wir mal nach Portsmouth. So. Cambridge haben wir nebenbei gewonnen. So, Bodenziel angreifen. Wir hatten noch Jäger, genau. Die bewegen wir jetzt nach Norwich. Und die dürfen dann nämlich schön Abfangeinsatz hier jetzt leisten. Abfangeinsatz und zack. Ja, so. Ich bin mir sicher, ja, die waren. Durch alles so. Was haben wir denn? Hier rücken wir noch weiter vor. Ja, da sieht es ein bisschen düster gerade aus.
Bodenangriff. Lanchester haben wir auch gewonnen, sehr gut. Die braucht noch mehr Orga, damit wir rüberfliegen können nach England. Ich habe mir gedacht, dass ich hier in diesem Bereich landen werde, da wir den Süden dann hier auf jeden Fall einen Durchstoß verpassen, genau in den Rücken. Und dadurch nehmen wir noch zwei ja, relativ wichtige Städte, sag ich mal, ein, auch wieder Häfen, was natürlich dann auch wieder heißt, dass dort der Engländer keinen Nachschub mehr reinkriegt. So, der Russe fängt uns da gerade ziemlich viel ab, ich weiß. Normalerweise könnte ich da auch leicht was gegen machen, weil der Russe ist halt nicht so stark. Aber wir haben müssen halt die Schiffe müssen noch reparieren. Also ich kann mal kurz nach dem Stand von denen gucken. So, ja, die müssen auch noch sogar repariert werden. Ja, hier auch, ihr seht selber, also ziemlich marode, sag ich mal. Ja, okay, die sind noch am Abfang hier, das ist sehr gut. Wir haben auch noch, glaube ich, ein Schlachtschiff. Ja, die müssen auch repariert werden. Hier ist sogar noch ein Transporter 1, eine Reserveflotte. Ja, wir haben, glaube ich, gar kein Schlachtschiff mehr. Oder bei der Augsburg hier. Ja, da ist noch ein Schlachtschiff, bei der Tirpitz. Habe ich gar nicht drauf geachtet. So, dann rücken wir da auch weiter vor. Da haben wir eben was vom Engländer abgefangen. So, da war ich... Naja, wir haben da eine Schlacht verloren. So, dann kämpfen wir mal nach Worcester. Hier ist auch alles gut. Okay. Ja, dann unsere Truppen hier rücken auch immer weiter vor. Ja, okay, müssen jetzt sich hier nochmal organisieren richtig. 18, 24 Stunden. Und hier oben hoffe ich auch, dass unsere Einheiten durch Lanchester durchkommen. Dass das relativ schnell geht. Dann greife ich mal ihn dort an. Okay. Fallschirmjäger können noch nicht in die Flieger. Die Zeit. Und... Ah, wir haben wieder was versenkt. Sehr gut. Sehr gut. Ich bräuchte hier auch nochmal Abfangjäger extra für Russland. Wäre auch nochmal sehr effektiv. Ja, jetzt haben wir hier verloren. In Helsinki, aber der Russe rückt halt nicht vor, weil er sich das nicht leisten kann, da jetzt noch mit zwei Divisionen so viel einzunehmen. Ich versuche hier mal anzugreifen von allen Seiten. Das sollte eigentlich relativ gut funktionieren, wobei mich das gerade verwundert, dass... Okay, bei der verwundert mich das nicht. Soll er mit anderen? Ja, okay, jetzt wunderbar. Werden wir wahrscheinlich wieder zurückerobern. Diese Pioniere sind auch schon richtig erfahren. Okay, das ist dann auch besiegt. Den kann ich direkt mal stehen lassen. Der sollte nur kurz mitkämpfen. Also ihr seht schon, Einsatzorganisation bringt auf jeden Fall relativ viel, weil jetzt können die Einheiten sich auch schon wieder richtig fortbewegen. Und dann greife ich mal mit dem aus. Birmingham. Greife ich die Garnison dort an. Wir haben wieder einen britischen Transporter zerstört. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier im Norden nochmal mit angreifen soll. Oder dort. Oder nach Cardiff wäre auch gut. Ah, ich greife lieber damit an. Okay, es hat nochmal einen kleinen Stoß mitgegeben. Das ist sehr gut. Ich lasse die mal von Frankreich aus bombardieren, da die da irgendwie besser, ja, sieht man jetzt schon, direkt vollen Nachschub. Die können dann halt besser bombardieren. Jetzt müssten die nämlich auch eigentlich rüberfliegen. So, die fliehen da anscheinend schon. Ja, da können wir direkt mal nach Sheffield, um hier Manchester dann auch anzugreifen. Den ziehe ich mal mit nach, was ist das eigentlich? Let's. So, wenn sie den da jetzt abschneiden, denke ich mal, ist nicht so schlimm, da der das schon schaffen wird. Weil auch gleich noch unsere Fallschirmjäger kommen. Also, ich denke mal, dass wir den da auf jeden Fall dann rausholen können. So. Ja, den bewege ich nochmal hier mit in, in den Norden. Der Transporter verloren. So, hier beim Russen. Ah, da werden wir auf jeden Fall angegriffen. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, die Division kommt gleich nach. Wie sieht das hier aus? Ja, da bewegt er sich jetzt weg. Das ist sehr gut. Dann stelle ich nämlich den einen dahin oder dann gleich nach Salo. Dann greife ich nämlich von zwei Seiten an und muss er nämlich seine Einheit
splitten. Das macht natürlich für uns nochmal einen riesigen Vorteil. Wobei ich auch sehe, dass sie auch nicht hier jetzt, sag ich mal, die vollste Einheit sind. Aber und auch schon eine relativ angeschlagene Orga haben. Also Organisation, das ist diese grüne Balken, dieser kleine in dem Fall. So ein Gleitschiff und einen Transporter haben wir jetzt, auch sehr gut. Gleitschiffe auch immer wichtig. Umso mehr dann Gegner natürlich davon verliert. Achso, kann ich gar nicht machen. Gehe ich mal hier nach Fort August. Oder nach hier. Ja, so. Umso mehr der halt natürlich davon verliert, umso ungeschützter sind auch seine Einheiten, ist ja logisch. So, ich denke mal, die schwedischen U-Boote, die hauen da vielleicht, oder das schwedische U-Boot haut da vielleicht auch nochmal irgendwas weg. Hier sind wir vorgerückt. Ja, von zwei Seiten an. Und dann können wir die hier abschneiden. Jetzt hat natürlich der Slowake nachgegeben, war ja klar. Oh, da oben ist eine Rebellion, sehe ich gerade. Ein polnischer Aufstand. Schicken wir einfach die leichten Panzer hin. Die fahren da einmal durch. Und was? Ah ne, ist ein Bug. Hier, also bei mir wird das hier alles ganz schwarz angezeigt. Aber NSDAP hat 65%, also. Mehr jetzt jeder zweite ist für die amtierende Partei. So, hier ist jetzt. Oh, das ist nicht gut. Das haben wir hier Shrewsbury verloren. Verlieren. So, dann greifen wir mal Manchester mit an. Zack. Und da oben auch nochmal schnell rein. Damit der dann auch fliehen kann. In den Norden hier. Das ist wichtig. Wieder Transporter von Briten versenkt. Okay, jetzt hat er hier auch aufgehört anzugreifen. Fahren wir den hier nochmal in den Rücken, aber das werden wir anscheinend nicht schaffen. So, Manchester haben wir jetzt auch verloren. Die Schlacht darum. Ja, und die Einheit ist auch weg. Na, okay. Mist, Mist. So, dafür haben wir wieder jetzt einen Transporter nochmal weggehauen vom Briten. Der hat anscheinend ziemlich viele. So. Mit der Infanteriebrigade machen wir erstmal nix. Den lassen wir mal nach Sunderland. Ne, den lassen wir nicht nach Sunderland bewegen. Den lassen wir stehen. So. Dann werde ich auch sagen, dass wir. Ich mache jetzt alles hier auf eine Karte. Und werde jetzt nochmal landen. Mit diesen Einheiten. Am liebsten würde ich jetzt hier landen, in dem Bereich. Weil wir so, mittlerweile hat sich auch die Karte geändert. Dann fallen wir so den Norden und den Süden in den Rücken und können auch so hier nochmal einen Keil zwischentreiben. Was natürlich auch sehr gut wäre. Schlachtflotte auch. Ich werfe da jetzt alles rein einfach. So, und Reserveflotte. Du kannst auch nochmal hin. Wir so. Habe ich mehrere Einheiten. Ach, das sind Flieger. Okay, Luftschlacht. So, unsere Schiffe da, die kommen jetzt auch gleich in den Hafen hier in Sherbrooke an. Dann können wir nämlich direkt auch weiter angreifen. Wir haben jetzt die Provinz dort verloren, ist überhaupt nicht gut. Aber dafür steht jetzt Bristol frei. Dann können wir schnell auf Bristol marschieren. Hier bewegt sich zum Glück eine Infanteriedivision hin. Hier können wir Monmouth einnehmen. Und dann weiter nach Cardiff, weil das auch eine wichtige Stadt ist, weil dort ein Hafen ist. Und hier unten diesen Zipfel bräuchten wir auf jeden Fall. Hier mit Plymouth. Und da können wir nicht dann auch zum Beispiel einfach ganz schnell von den Kanalinseln rüber oder von Cherbourg oder so oder Bray ganz schnell Truppen rüber transportieren, ohne die zwar irgendwo landen zu lassen, aber halt die auch sicher rüberzubringen. Wobei das hier zum Beispiel aber auch schon gehen würde. Und wir können unsere Fallschirme gerade rüberbringen. Fallschirmjäger. Die jetzt extrem wichtig sind. Hier nach Norwich umstationieren. Jetzt müssen die sich gleich erstmal wieder organisieren, weil jetzt haben die gleich wieder. Oder können die direkt weiter? Ah, jetzt haben die da nämlich keinen Nachschub mehr so guten. Weil wir da kaum was rüberkriegen. Den Haag ist ein Flughafen. Sonst vielleicht kann ich auch von Den Haag irgendwie raus rüber. Das weiß ich jetzt nicht. Schlacht von Lanchester haben wir auch verloren gerade. Ach egal, das regeln die schon. Mist, jetzt da die Einheit verloren.
Na egal. Wie sieht das hier im Ohr? Da dürfen wir nicht das HQ verlieren. Hier, also da hat sich der Brite ziemlich festgesetzt hier in Shots und in Glasgow. Da kommen wir nicht so gut durch. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das schaffen. Und hier oben im Norden macht die mittlere Panzerdivision da auch. Das ist ja sogar noch motorisierte Inf ist da ja auch noch bei. Die macht uns auch ordentlich ja, Nerven da oben ordentlich rum. So. Jetzt können wir mit ihm hier nach Stoke gehen und er nimmt die in Sheffield die Stellung ein. Beziehungsweise verteidigt die weiter. Hier können wir den angreifen, damit wir den ein bisschen aufhalten. Auch wenn wir noch kaum Orga haben. Das geht aber trotzdem. So, jetzt müssen wir warten, bis er. Genau, jetzt ist er da. Lanchester war eben schon. Können wir von hier aus landen? Ja, Luftlandung in Liverpool. Versuche ich mal. Ich weiß gar nicht, wann der jetzt losliegt, weil es liegt eigentlich eher an den an der Orga jetzt von den Fliegern, weil die Infanteristen volle Organisation haben. Noch sind nicht alle Flotten da für die Landung. Wir brauchen nämlich jedes einzelne Schiff, was kampftauglich ist. So. Ich verstehe jetzt nicht, warum die jetzt gerade keine Luftlandung machen. Wahrscheinlich müssen sie jetzt erstmal wieder die Flieger organisieren. Okay. So, die müssen sich mal aufteilen hier. Sonst haben die gleich keine Ressourcen mehr. Also das ist schon gerade ein kleines Problem hier mit den Ressourcen. Rüber zum Engländer. Wir haben wieder Schiff abgefangen. So, Schlacht um Helsinki geht auch weiter. Ja, da kämpft zweimal Gebirgsjägerwaffen SS gegen eine Panzerdivision. Ja, sieht bis jetzt noch relativ gut für uns aus, aber ich glaube, bei uns kämpft da ja noch ein, ja, ein Finne kämpft ja noch mit. Eine finnische Infanteriedivision. So. Ja, das müssen wir aber auch eigentlich bald einnehmen. Wann kann er wieder los? In 68 Stunden erst. Mist. Schieben wir gleich einfach wieder mit ihm da unten hin. Er geht da wieder rein. Er nimmt das da ein. Da ist der Nachschubskorridor nämlich größer. So. Ja, obwohl der Engländer hier ziemlich wenig Truppen hat, sind die doch schon ziemlich stark im Vorteil. Eventuell kann ich jetzt hier den Briten abschneiden von Scapa Flow, wenn wir hier Dingwall haben. Ja, da sind wir auch gerade am Gewinn. Sehr gut, oder? Sind wir am Gewinn? Ah, nee, doch nicht. Wir haben St. Gallen in der Schweiz verloren. Ah, dort, ja. Das machen die falschen Jäger. Die beiden Divisionen, die schaffen das gegen die paar Miliz und HQs. Da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Ich mache mir eigentlich viel mehr Sorgen jetzt hier gerade um die Flieger, warum die nie starten. Ich mache auch mal den Nachschub höher als gefordert ist. Damit einfach mehr an die Front kommt, als gebraucht wird. Lieber so als andersrum. So. Das haben wir dann auch eingenommen, sehr gut. So, dann können wir jetzt auch, ja, wir können mal hier so einen Landungsversuch ausprobieren. Ich fahre jetzt erstmal hier oben in die Irische See rein. Wir haben jetzt nur ein Schlachtschiff dabei, also die U-Boote, die werden ja eigentlich verfolgt hier schon von Kriegsschiffen, aber die kriegen die halt nicht. Die fahren ja auch schon seit Monaten rum, die U-Boote. Na, das eine hat ein bisschen wenig Organisation, aber ist nicht so schlimm. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht einzeln abgefangen werden. So, weil eigentlich, also gegen die Engländer muss man doch schon auf normal, also auch sehr leicht und leicht, muss man da nicht unbedingt mit Strategie gewinnen, aber auf normal muss man da schon strategischer als sonst eigentlich umgehen. Weil halt, wie ihr es auch selber seht, der, ja, der Brite nicht schlecht ist. Und Mist, was ist das? Ich hoffe, ich schaffe das. Das ist extrem hässlich. Oh Gott. Der Russe wieder, ey. Mann, Mann, Mann. Dass der auch einfach meint, mich angreifen zu müssen.
Das allein schon ist eine Frechheit. So, okay, unsere Transporter, ja, die kommen da oben auch gleich an. Komm, 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 komm. Ja, perfekt. Jetzt sind wir nämlich auch endlich da. Jede einzelne Division verstreue ich hier über die ganze Küste von England hier. Alle möglichen Städte einnehmen. Hier, da haben wir einen kleinen Brückenkopf haben. Ja, der war schon genau. Nehmen wir nochmal ihn. Liverpool auf jeden Fall. Allein schon, weil der Flotte ist. Der geht nach Anglesey oder wie das heißt. So, die landen in Preston. Lanchester. Barrow. Workington. Eigentlich könnten wir jetzt nochmal in Belfast landen. Aber ich weiß nicht, mit einer Division. Das ist mir nicht so geheuer. Deswegen landen wir einfach nochmal mit der in Liverpool. So. Dann lassen wir mal angreifen. Alter, die ganze Küste voll. Ach du Scheiße. Damit habe ich jetzt zwar nicht gerechnet, aber wir sollten das schon schaffen. Hoffe ich zumindest. Jetzt wären halt diese Fallschirmjäger sehr, sehr, sehr von Vorteil. Oh Gott. Aber hier in Bangor oder wie das heißt, kann ich auf jeden Fall landen. Hier oben in Newcastle vielleicht. Ach, ist mir jetzt auch egal. Vielleicht können die im eigenen Land. Nee. Ja, dann lasse ich die hier auf dem Flughafen einfach umstationieren, weil dann kommen die wenigstens an die Front. Wie gesagt, keine Ahnung, warum ich die da jetzt nicht landen lassen kann. Aber wir brauchen jetzt jeden Mann. Und die Fallschirmjäger sind mir da auch recht. So. Das Gute ist, jetzt geht er nämlich an die Küste. Und kann man natürlich jetzt Vor- oder Nachteile sehen, kommt drauf an. Aber ich muss jetzt jede kleine Chance nutzen. Also das ist für mich doch schon ein Vorteil, dass wir jetzt hier die Fallschirmjäger haben. So, lassen wir mit angreifen. Dann die auch nochmal. Lassen wir nochmal. Ne, die lasse ich auch nochmal mitgehen. So. Ach, ich habe die vergessen einzugliedern, oder wie? Ah, anscheinend habe ich die nicht alle eingegliedert. Zweite Fallschirmjäger-Division, das war Fallschirmjäger Berlin, genau. So, jetzt sind die auch eingeordnet. Und die anderen nehme ich gleich nochmal mit. Fliegen wir nochmal rüber. So. Damit habe ich jetzt auf keinen Fall gerechnet, dass da der, ja, unser Haku da ist weg. Ist jetzt nicht so schlimm. Habe ich auf jeden Fall nicht mit gerechnet, dass der Brite da so einen großen Widerstand hat an der Küste. Schlacht von Helsinki. Wie gesagt, das buggt hier ein bisschen. Haben wir anscheinend verloren. Aber dann nimmt hier einfach der Finne das ein. Dann brauche ich da nicht meine Truppen hinschicken. Greife von der Seite nochmal an. Ja, der Russe macht uns auch kein leichtes Spiel, muss man schon sagen. So, die lasse ich mal. Autosaving, sehr gut. So, den lasse ich gleich mal Leningrad angreifen, weil wenn wir das haben, dann habe ich mir gedacht, dass wir dann erstmal diese beiden Provinzen, die und die, halten werden. Und nicht weiter vorrücken, erstmal im Norden. Weil Leningrad, das gibt es auch nochmal hier, so ein, ist ja Landesbefestigung und so, und dann können wir uns da ein bisschen festigen in der Stadt. Und dann kommt der Russe auch nicht so leicht nach Finnland. Nur die Front ist ein bisschen, ja, ein bisschen sehr stark unterbesetzt gegen den Russen. Deswegen läuft das da nicht so wie geplant. Aber wichtig ist auch wie Puri, weil da haben wir einmal Pelze, die uns ja Wintereffekt plus 15% geben und nochmal Radar. Wobei ihr hier jetzt schon wieder seht, dass der Russe darauf zugeht. Also der Russe ist überall. Ja, so den. Ja, der Norweger ist jetzt auch weg. Dann fahren wir mal den Russen da in den Rücken und schneiden dem vom Nachschub ab. Dann verhungert er nämlich. So. Ja, aber die kämpfen da eisern an der Küste weiter. Ich bombardiere sonst mal mit der Flieger hier. Wo sind sie? Ah, dass hier überhaupt kein Flughafen ist.
Bombardieren wir mal na, Barrow. Da sieht es ja, sag ich mal, noch am besten aus. So. Kommen die jetzt auch rüber? Die falschen Jäger auch noch mal rein. Pommersche Küste wird was abgefangen wieder vom Russen. Na, jetzt wurden wir da oben aus Russland rausgehauen. Litauen. So, wir haben noch was vom England abgefangen. Zwei Transporter wieder. Sehr gut, sehr gut. Drei Provinzen haben wir verloren. Ah, das holen wir uns alles wieder. Das kriegt er alles wieder. Ja, dafür gewinnen wir jetzt hier in Stoke. So, dann greifen wir mal Sheffield von zwei Seiten an. So, ja, das sieht mal gar nicht so schlecht aus. Aber der Brit ist richtig zäh. Also der macht es mir richtig schwer gegen den Russen. Der natürlich hier auch einiges an Truppen schlägt, sag ich mal. So, die können in 10 Stunden angreifen. Also noch am 22. Oktober. Das ist sehr gut. Ja, wir haben ja, irgendwas in der Türkei da verloren, genau. Wir müssen uns auch wieder aus Saudi-Arabien rausschlagen. Also am Anfang lief das eigentlich alles ziemlich gut. Nur der Russe, der macht da mir ein bisschen sehr Probleme. Oh, wir haben da was von Briten. Transporter, einen leichten Kreuz und zwei Zerstörer besiegt. Das gefällt mir überhaupt nicht, was hier der Russe abzieht. Also, dass der da schon wieder zwei Divisionen kaputt gemacht hat. Zwei Infanteriedivisionen. Was ist das hier für eine? Kann ich der slowenische Silvkor? Können wir das dem mal zuordnen? Da, zack. Ja, die von Frankreich kommen ja auch schon rüber. Ja, da sind wir erfolgreich gelandet, sehr gut. Dann greifen wir mal da an, da an. Ey, da sind wir überall erfolgreich gelandet. Geil! Habe ich gar nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Dass wir da noch irgendwas reißen, obwohl den lasse ich mal lieber stehen. Hier, Liverpool ist jetzt eine sehr, sehr, sehr wichtige Stadt. So, also nochmal doch ein kleiner Hoffnungsschimmer hier. Liverpool wird dann mal direkt bombardiert. So, dann lassen wir nämlich auch nochmal hier, zack, angreifen. Also ich hoffe doch, dass wir das jetzt schon schaffen. Ach ja, genau, weil die noch in den Flieger drin sind. Der geht über Derby dahin. Und der kommt auch raus. Und der geht mal nach Manchester. Bayer greift auch nicht an. Der kann auch dahin angreifen. Also ich denke mal, den haben wir hier. Hier jetzt sieht das bis jetzt sehr, sehr gut für uns aus. Da haben wir jetzt noch nicht so eine Probleme. Ja, hier besiegen wir auch wieder das Haku. Sehr gut. Also wir kommen jetzt doch schon ziemlich dicht an unsere Nordfront dort oben ran und die Landung hat uns doch auch, denke ich mal, einen ziemlichen Vorteil gerade gebracht, weil wir dadurch halt, ich gehe mal mit dem hier nach links, ja, nee, der geht da nicht, hier schon längs. Mist, egal. Dann gehe ich doch mit dem dort oben längs. Und dadurch können wir natürlich auch noch umso schneller zum Russen. Also ich denke mal, dass ich dann einiges auch von der Westküste abziehen werde und hier oben in Archangelsk landen. Damit wir hier dann halt nochmal eine dritte Front dann aufmachen. Hier ist hier die ganz große, hier noch bei Finnland ein und dann nochmal eine. Und auch eventuell dann hier in der Krim landen. Oder hier im Kaukasus und dann hier der Türkei. Ne, wir haben sogar vier Fronten. Bei der Türkei hier noch das abschneiden. Und somit dann halt auch ja, die Südarmee vom Russen fast vollkommen oder wahrscheinlich dann auch dadurch vollständig besiegen könnten. Kommt natürlich jetzt drauf an, wie der Engländer damit spielt. Wie lange der jetzt noch Widerstand leistet. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir ihn trotzdem besiegen werden, aber er will natürlich dann noch jede Sekunde rausreißen und so auch ja, alles Mögliche an Einheiten noch abziehen, was er noch kann. Aber hier, das ist so mein Sorgenkind, sag ich mal, an der Russenfront hier, diese Ecke, die ist sehr gefährlich, weil wir da halt kaum Einheiten haben, aber der Russe zum Glück auch nicht so viele. Aber trotzdem ist das hier ziemlich gefährlich. Aber der Rumäne, der geht auch doch schon ganz schön aggressiv hier vor. Rückt hier ziemlich weit vor. Aber trotzdem, ihr seht es hier selber, da stehen teilweise nur eine Division. Und das ist nicht sehr gut. Dann greifen wir die nochmal an. So. Und einen offensiven Krieg kann ich mir gegen Russen einfach nicht leisten.
Weil da würden unsere Einheiten sonst aufgerieben werden und die Front würde zu groß werden. Muss man mal vielleicht im zweiten LP oder anderen Kampagnen anders auf jeden Fall mal machen. So, da gehe ich mit nach Darnington. Dann greife ich hier in die Seite mit an, bei der hier bei diesen motorisierten Infanterie. So, ja, Liverpool. Ziemlich starke Gefechte. Da kämpft die erste Airborne Division und die erste indische Division gegen zwei deutsche Infanteriedivisionen. Und wir haben wieder drei Transporter von dem Engländer abgefangen. Und hier, ja, hier wird auch das, die Hauptheeresgruppe vom Engländer hier in Anglesey fallen. Das kann ich jetzt schon prophezeien. Also, die werden da nicht lange standhalten können. So, die werde ich dann auch gleich losschicken. Werde ich auch nochmal landen. Eventuell werde ich auch gleich Irland den Krieg erklären und hier landen, weil Irland macht zur Marionette. Die passen dann hier halt ein bisschen in Irland auf. Setze ich den Belfast nochmal als Ziel, dass sie da aufpassen sollen und dann ist gut. Dann brauche ich hier nämlich keine eigenen Einheiten vorerst hinsetzen. Weil ich brauche jetzt jede Division gleich an der Ostfront. Das ist sehr, sehr wichtig. Und nebenbei, also ich versuche auch schon seit Tagen diesen Part hier aufzunehmen, nur das stürzt halt immer wieder ab und dann muss ich ständig neu aufnehmen. Deswegen ist auch schon seit, keine Ahnung, einer Woche oder so kein Hearts of Iron Part mehr gekommen oder noch länger, ich weiß gar nicht mehr genau. Und also dauert dann natürlich umso länger, wenn das Spiel immer abstürzt. Und ja, so, dann greife ich jetzt nochmal Leningrad auch nochmal an. Mit hier der 22. Infanteriedivision. Industrie, ja, natürlich Verstärkung muss immer hoch sein. Damit auch die Einheiten voll belastet sind. So, dann können wir jetzt auch nochmal dort angreifen. Ja, das sieht so ziemlich danach aus, als wenn der Brite jetzt hier fallen wird. Ich mach mal kurz auf Pause, weil ich muss jetzt mal eben. So, der greift nach da an. Ich habe hier gerade irgendwie selber gar keinen richtigen Überblick. Der greift da nicht an, der kann mit nach da, der nach da, da. So, der geht ja nach da. Kannst du mit rein. Hier greift da an. So. Cardiff und so gehört auch gleich uns. Ja, sonst fahre ich mal. Das lasse ich mal hier schon mal abfangen. Ne, das geht gar nicht. Den Bereich mal von den Häfen. Fahre ich jetzt mal hin. Obwohl, ne, hier ist besser. Da ist besser. So. Die andere Division bewege ich mal nach hier, um den Norden zu schützen. Nicht, dass er da irgendeinen Ausbruchsversuch noch schafft. Ein Transporter und ein Geleitschiff haben wir zerstört. Geleitschiffe, für die, die es nicht wissen, das sind so Schiffe, die begleiten halt, wie es auch schon im Namen steht, die Transporter, die sind halt extra gegen U-Boote gemacht eigentlich. Also gegen Kriegsschiffe haben die keine Chance, haben vielleicht eine leichte Flak oder ähnliches. Also in echt zumindest. Und haben aber dafür etliche Wasserbomben und ähnliches, weil halt eigentlich die Konvois von den Deutschen immer mit U-Boote attackiert worden. So. Na, die brauchen, müssen sich noch ein bisschen organisieren. 1,5 Tage ungefähr. Ja, jetzt ist aber auch der Brite besiegt. Also wenn die Armee hier weg ist, dann hat er nur noch da oben seinen Norden. Und ich schneide ihn hier auch schon ziemlich gut ab vom Norden. Da kann er dann uns auch nicht mehr viel. Ich erstelle trotzdem nochmal einen zweiten Konvoi, weil wir halt ja, ziemlich viele Einheiten jetzt schon drüben haben. Aus Amsterdam nach Portsmouth. Und machen wir nochmal einen von wo? Stettin nach. Wo ist hier irgendwas von denen? In Middleburg ist das bei denen? Aber ich glaube schon. Bin mir nicht sicher. So, machen wir mal weiter. Sowjetunion, wir haben wieder Terme oder Temre. Das glaube ich in der Türkei hier irgendwo, ja. Das Syrien hier nervt mich gerade ein bisschen. Der sollte die Vichy-Franca lieber auf unserer Seite sein. Und aber das Gute ist, dass die Südfront vom Russen ist hier unter. Ja, hat nicht genug Truppen, der Russe. Der hat hier riesige Lücken, wie zum Beispiel hier. Und wir sind, glaube ich, von Infanterie auch in der Überzahl. Aber mit der Versorgung könnte das ein Problem werden. Aber wiederum ist hier ja noch der Bulgare. Auch wenn das jetzt nicht so ja, die beste Nation ist, sag ich mal. Aber er ist wenigstens da und unterstützt noch mal ein bisschen.
So, wir haben die Schlacht von Manchester gewonnen. Sehr gut. Liverpool, also immer noch eisern, sind die am Verteidigen. St. Gallen, so. Ja, wie sieht's da aus? Oh, ist doch schon auf jeden Fall ziemlich ausgeglichen. So, einmal da durchgeguckt. So sieht's hier aus. 65%, also unsere Partei ist doch schon, sagen wir mal, ziemlich beliebt im Land. Und auch, ja, 95 Organisation, das ist perfekt, kann man schon bald sagen. Also ziemlich gut. So, dann gehe ich nochmal kurz zum Japaner hier. Mal schauen, wie es so da in Asien aussieht. Und oh ja, der hat da auch schon ordentliche Fortschritte gemacht. Gegen den Russen hier hat er sogar schon hier eine Großstadt eingenommen. Sehr gut. Und ja, hier rückt er auch weiter vor. Also da denke ich mal, dass er den Russen auch sehr, ja, gut besiegen wird. Hier mit Manchukuo und Mengkuko zusammen. Ja, hier auch in Mongolei ist natürlich auch kein Gegner für ihn. Kann auch einfach so durch vorrücken. Hier auch die Einheiten. Also das wird er wahrscheinlich alles hier besiegen und einnehmen, denke ich mal. Und ja, auch jetzt hier in England, also ja, die Flotte habe ich jetzt mal hier bewegt, weil ich denke, dass wir nochmal landen können, hier oben in dem Bereich, mit der Transporterflotte und nochmal den Norden in den Rücken fallen können. Das hier macht mir gerade sehr, 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 sehr große Sorgen hier, gegen den Russen hier. Ich kann da mal eine Panzerbrigade angreifen lassen. So, aber wir sind hier deutlich unterbesetzt an der Front. Das macht mir hier ein bisschen Sorgen. Ich setze da mal Ziele: Slowakei, Ungarn, Italien, Rumänien, Jugoslawien, Bulgarien, Luxemburg, Schweden. So, dann haben da einige Länder auf jeden Fall jetzt mal ein Ziel, was sie einnehmen sollen, beziehungsweise ihre Truppen so ungefähr hinstellen sollen. Okay. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus hier gegen den Engländer. Die schmeißen wir mal schnell alle rein. Fahren wir nach da oben schnell. So. Das macht auch noch einmal alles weg. So. Der geht da runter. Hier oben geht's weiter. Der geht mal nach dort oder fährt. Ne, der geht nach da. Aber dann denke ich auch, dass wir hier vorerst diesen Part beenden. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Also, ja, sieht gut, aber auch wiederum nicht so gut für uns aus. Also, ich muss sagen, im Osten sieht ziemlich düster hier für uns aus. Hier auch jetzt, ja, hier ist sogar schon eine zweite Rebellion, habe ich gar nicht mitgekriegt. Der Russe hier, auch wenn er unterbesetzt eigentlich ist, rückt hier trotzdem mit einigen Einheiten vor und nimmt hier die Osttürkei ein. Und hier ist noch viel schlimmer, dass er in Polen anfällt. Und ich kann einfach kaum was gegensetzen. Ich hoffe, die Einheiten, dass sie noch rechtzeitig alle ankommen werden. Komisch. Und ja, dann müssen wir hier noch mit dem Fallschirmjäger auf jeden Fall, müssen wir ziemlich strategisch jetzt gegen den Russen vornehmen. Und ich hoffe auch, dass wir das vorhin gegen Russen, also das wird eine spannende Aktion, wie wir das noch gegen den schaffen. Und ich hoffe, ja, dieser Part hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar und auch gerne ein Abo, falls ihr weitere Videos von uns noch sehen wollt. Und damit bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und schau bis zum nächsten Mal.